Die Firma OLED hat mal wieder eine tolle Taschenlampe zur Verfügung gestellt, die ich euch hier mal kurz zeigen möchte. Dabei handelt es sich um die S1R Baten 2. Geliefert wird das Ganze wieder hier in einem schönen Karton. Und da ist auch schon das gute Stück. In dem Lieferumfang dabei die Taschenlampe. Wir haben hier einen Tragegurt, den man schön um das Handgelenk schnüren kann, dass die Taschenlampe einem nicht runterfällt. Das Ladekabel ist hier sehr schön gelöst. Hängt ihr einfach hinten dran, ist magnetisch und kann mit einem USB-Ladegerät zum Beispiel vom Handy, Computer oder einer Powerbank benutzt werden. Der Akku ist integriert in der Lampe, den kann man aber auch rausnehmen und tauschen. Weiterhin gibt es hier eine Box für Akkus und dabei haben wir auch noch eine schöne Tragetasche mit dem schönen OLED-Logo. Klickt gerne mal auf den Link unter dem Video. Da gelangt ihr zu OLED, ihr bekommt noch 40% Rabatt, alle weiteren Infos natürlich in der Videobeschreibung. Die Rabattaktion gibt es nur am 31.01. Die S1R Baten 2 besitzt 5 Leuchtmodi. Einmal einen Moon-Modus mit 0,5 Lumen, dieser soll ganze 8 Tage lang halten. Dann haben wir einen Low-Modus mit 12 Lumen, der soll ganze 20 Stunden halten. Dann haben wir einen Medium-Modus, dieser hat ganze 60 Lumen und soll ganze 3 Stunden und 40 Minuten halten. Dann haben wir einen High-Modus, dieser soll 300 bis 600 Lumen haben und ganze 45 Minuten halten. Dann haben wir noch den Turbo-Modus mit 1000 Lumen, dieser soll ganze 37 Minuten halten. Also es ist eine erstaunliche Leistung für so eine kleine Taschenlampe. Wie es von OLED gewöhnt ist, bekommt ihr das Ganze natürlich in einer perfekt verarbeiteten Qualität und das Gehäuse ist aus Aluminium. Natürlich ist diese Taschenlampe auch wasserfest nach dem IPX8 Standard. Hier haben wir quasi den Moon-Modus von 0,5 Lumen. Dann kommt die zweite Stufe, das ist der Low-Modus von 12 Lumen. Das ist der Medium-Modus von ganzen 60 Lumen. Das ist der High-Modus von 300 bis 600 Lumen. Und machen wir Doppelklick, kommen wir in den Turbo-Modus von 1000 Lumen. Wenn wir das Ganze dreimal drücken, kommen wir auch in einen Strobo-Modus. So beeindruckend. Die Taschenlampe merkt sich immer, welchen Modi ihr gerade aktiviert habt und startet auch von diesen. Außer halt den Turbo-Modus, da macht ihr Doppelklick und kommt sofort rein. Mit dem Turbo-Modus von 1000 Lumen schafft sie ganze 145 Meter. Das ist wirklich erstaunlich für so ein kleines Gerät. An der Taschenlampe finden wir auch einen Halteclip und können uns das Ganze irgendwo an der Hose befestigen, so dass es nicht abrutscht oder die Lampe runterfällt. Dieser Knopf hier oben ist gummiert und da habt ihr auch eine Anzeige mit LEDs, die euch den Ladezustand der Taschenlampe sagt. Hier hinten haben wir an der Taschenlampe natürlich solche Noppen, die macht das Ganze wunderbar griffig und lässt die Taschenlampe nicht wegrutschen. Die Lampe ist auch hier hinten magnetisch und kann am Stahl, beispielsweise Motorhauben, wenn ihr jetzt in einer Kfz-Werkstatt arbeiten solltet, beispielsweise an die Motorhaube gemacht werden, um den Motorraum auszuleuchten. Finde ich hier mega gut gelöst. Und wie gesagt, ihr könnt die Taschenlampe hier hinten laden mit diesem Ladegerät, was ich euch hier schon gezeigt habe. Hier vorne befindet sich eine LED und diese gibt ganze 1000 Lumen. Es ist eine Linse und das Ganze hier ist ein bisschen tiefer gesetzt, sodass, wenn das irgendwo drauf liegen sollte, eure Linse nicht zerkratzt. Diese passt natürlich auch perfekt in die Hosentasche. Und sie wird jetzt mich auf jeden Fall bei vielen Touren begleiten. Es ist eine perfekte Taschenlampe für den Alltag eigentlich. Ich bin jetzt schon von diesem Gerät überzeugt. Wenn ihr diese Taschenlampe mal in einem Lost Place im Einsatz sehen wollt, dann klickt einfach auf das Video, was Samstag 18 Uhr kommt. Diese Taschenlampe gefällt mir echt gut. Sie wird jetzt ein treuer Begleiter sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns Samstag 18 Uhr bei einem neuen Video auf meinem Kanal, wo ich die Taschenlampe auch mal in einem Lost Place im Einsatz habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video Samstag 18 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.